Alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Wie es dazu gekommen ist, welche Alternativen es geben könnte, egal. Das ist, was Tatjana Freitag Eindimensionalität nennt. Die Prozesse, die zu so einer Denkart führen, nennt sie Eindimensionalisierungsprozesse. Kapitalistische Vielfalt ist laut Freitag eine eindimensionale Vielfalt. Es gibt verschiedene Waren natürlich, eine ziemlich große Auswahl davon zu kaufen. Es gibt auch eine gewisse Vielfalt von Lebensstilen, die einem offen stehen. Aber all das folgt der Logik von Optimierung und Wachstum. Wenn man die Gesellschaft unhinterfragt aus solch einem Winkel betrachtet, wird man natürlich alle Prozesse, die in ihr stattfinden, alle Maßnahmen, die in ihr getroffen werden, notwendigerweise in diesem Licht sehen. Das kann zu Einstellungen führen wie: Warum gibt es Gleichstellungsmaßnahmen für queere Menschen? Optimiert man nicht damit die Gesellschaft nur für sie, während die ganz Normalen auf der Strecke bleiben? Warum lernt mein Kind in der Schule über die korrekte Behandlung von Transmenschen? Verschafft man denen damit nicht eine Art Wettbewerbsvorteil gegenüber den ganz Normalen? Wie solche Einstellungen angesprochen werden und warum in Bezug auf Transmenschen und welche Fakten dem gegenüberstehen, darum soll es jetzt gehen. Wohlstandsanliegen, Wohlstandsprobleme. Solche Begriffe fallen oft, wenn Transgeschlechtlichkeit politisch thematisiert wird. Man hat als materiell gut versorgter Mensch alle Konsumoptionen durchprobiert und dann probiert man eben noch aus, wie es ist, das andere Geschlecht zu verkörpern. Or so the story goes. Ein paar Fakten. 26% der für die Autumn Office Studie von 2018 befragten Transpersonen gaben an, unter 1000 Euro im Monat zu verdienen, gegenüber 8% der lesbischen, schwulen und bisexuellen Cis-Personen. 83% der Transpersonen gaben an, am Arbeitsplatz diskriminiert zu werden und waren dabei besonders stark vertreten in den sehr hoch bis äußerst hoch Kategorien der Diskriminierung. 8% wurden aufgrund von Transgeschlechtlichkeit gekündigt, 20% gaben an, einen Arbeitsplatz deshalb nicht bekommen zu haben. Aber natürlich spielen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung solcher Klischees wie dem der materiell sorglosen Transperson Fakten so gut wie gar keine Rolle. Es geht um subjektive Eindrücke und um Assoziationen basiert auf Affekten. Der subjektive Eindruck, den Menschen von der Gesellschaft, in der sie leben, haben, setzt sich zu einem großen Teil zusammen aus alltäglichen Erfahrungen und wen man so kennt. Die meisten Leute kennen keine einzige Transperson persönlich und wen sie dann kennen, das heißt, von wessen Existenz sie überhaupt wissen, sind relativ bekannte Leute. So richtig berühmte Transpersonen gibt's in Deutschland eigentlich nicht. Aber es gibt zum Beispiel Georgine Kellermann. Sie ist relativ bekannt und immer mal wieder in Talkshows zu Gast. Und sie hat eben eine Vorstandsposition beim WDR und ist ökonomisch sicherlich besser gestellt als der Durchschnitt der Bevölkerung. Nun ist es natürlich so, dass eigentlich so gut wie alle Leute, die man so allgemein kennt, die bekannt bis berühmt sind, überdurchschnittlich wohlhabend sind. Es soll ja jetzt aber erstmal dezidiert um nichts Reflektiertes gehen, sondern um so eine Aus-dem-Bauch-heraus-Sache. Also nehmen wir ein Beispiel von einem Günther. Und dieser Günther kennt Günther Jauch, einen anderen Günther, der mit ihm einige Eigenschaften teilt, der ihm nicht sehr fremd ist, aber dieser Günther Jauch ist halt viel, viel reicher. Unser Günther ist durchschnittlich wohlhabend, vielleicht etwas unterdurchschnittlich. Und naja, dieser Günther kennt halt sich selbst und er kennt seine Kumpels Karl-Heinz, Karl-Uwe und Ecki, die alle auch so ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Günther Jauch haben, aber halt auch nicht reich sind. Dieser Günther wird also Günther Jauch wahrscheinlich nicht als repräsentativ sehen für alle Leute, die die gleichen Übereinstimmungen mit Günther Jauch haben, wie er und seine Kumpels. Aber dieser Günther kennt vielleicht auch oder hat mal gehört
von Georgine Kellermann. Und naja, dieses Trans-Ding, das ist ihm fremd, da hat er ganz wenig nur von gehört. Und da ist ja auch ein großes Stigma drauf, deshalb sich damit zu beschäftigen, das ist einfach nicht gegeben. Das macht man halt nicht in seiner Position. Und er hat vielleicht mal ein Foto von Conchita Wurst in der Zeitung gesehen. Die hat er auch so grob in die Kategorie Trans eingeordnet. Und sie ist ja recht extravagant vom Style her und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich wohlhabend. Das sind also seine Eindrücke von der Trans-Welt, von Trans-Menschen und vermeintlichen Trans-Menschen. Und im Real Life kennt er keine einzige Trans-Person. Also womit assoziiert er Trans-Menschen? Mit Reichtum und Extravaganz. Dazu kommt natürlich immer das allseits beliebte Narrativ der degenerierten Eliten. Die arbeitende Bevölkerung hat viel zu tun mit ihrer Arbeit und sie kommt nicht auf besonders extravagante Ideen. Sie bleibt auf dem Boden sozusagen. Aber dann gibt's da diese künstlerischen, reichen Leute, diese Abgehobenen. Und die haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als sich über Dinge wie ihre Gender-Identität den Kopf zu zerbrechen. Dann haben wir noch den Umstand, dass die bürgerliche Gesellschaft dazu neigt, erfolgreiche und wohlhabende Angehörige von Minderheiten ins Rampenlicht zu stellen, um zu propagieren, dass in ihr ganz tolle Gleichberechtigung herrsche. Bei Transmenschen beispielsweise nach den Mottos: Wenn es Leute gibt, die an der Diskriminierung und Entmündigung nichts zerbrechen, können das doch alle schaffen. Oder: Ach guck, wie toll diese Person angenommen wurde. Wir können stolz sein, unsere Gesellschaft ist echt weit gekommen. Ein bisschen Kritik wird auch manchmal akzeptiert. Wichtig ist nur, dass dabei betont wird, dass die Gesellschaft insgesamt auf einem super guten Weg sei und es nur an ein paar Rückständigen liege, dass die Gleichberechtigung noch nicht ganz perfekt sei. Günther bekommt davon nur mit, dass vor 30 Jahren niemand von denen in der Öffentlichkeit stand. Jetzt sind die, aus seinem subjektiven Eindruck, überall, außerdem erfolgreicher und in höheren Positionen als er. Ihre Anliegen würden immer angehört und ernst genommen. Gleichzeitig würde man diese Leute auch noch zelebrieren und alle, die das nicht tun, als rückständig diffamieren. Verglichen damit hätten einfache Leute wie er doch das Nachsehen heutzutage. Und gegen diese empfundene Bevorzugung anzugehen, sei doch eine gerechte Sache. Sowas wie Fake-Klassenkampf also. Volkstümliche deutsche Arbeiter gegen Luftschlösser bewohnende Minderheiten und MinderheitenliebhaberInnen. Aus so einem Blickwinkel erscheint es dann nicht mehr so unwahrscheinlich, dass Transmenschen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Normalen haben könnten. Aber halt, stopp! Man hat ja nichts gegen die Menschen an sich, nur gegen diesen Transaktivismus. Und dabei zufälligerweise etwas gegen jede Maßnahme, die den Alltag von Transpersonen in dieser Gesellschaft etwas erträglicher gestalten könnte. Beispiele dafür sind natürlich die panischen Hetztiraden in fast allen bürgerlichen Zeitungen in den letzten paar Monaten zu Namens- und Personenstandsänderung von Transpersonen, dem angeblichen Recht der Mehrheit, weiter auf Benutzung des alten Namens zu bestehen und so weiter, die ja jetzt gerade natürlich infolge der Diskussion des Selbstbestimmungsgesetzes vermehrt aufgetreten sind. Da haben wir beispielsweise eine Birgit Kelle im Fokus, die es als Unwahrheit, zu der man verpflichtet werden solle, bezeichnet, eine Transfrau nicht einen Mann zu nennen, oder einen Sebastian Hammelehle im Spiegel, der orwellianische Neusprechmaßnahmen darin sieht, dass Elliot Pages alter Name in einer Spiegelmeldung zu einem Instagram-Post nicht genannt wurde. Und gleichzeitig haben wir knapp 22% der in der Autumn Office-Studie befragten Transmenschen, bei denen ihr sogenannter Arbeitgeber nach dem Durchlaufen des entmündigenden und teuren Verfahrens nach transsexuellen Gesetz eine Änderung offizieller Dokumente auf den neuen Namen verweigerte. Die Verweigernden können sich jetzt bestärkt sehen durch solche Artikel und ihr Verhalten zu einem Akt zur Verteidigung der Wahrheit or whatever erklären. Solche Weigerungen, den Namenseintrag zu ändern, können dann wiederum dazu führen, dass KollegInnen sich auch darin bestätigt sehen, den alten Namen weiter zu verwenden, denn das steht da ja immer noch so, also muss es wohl ein Fakt sein. Und vielleicht haben die auch die gleichen Artikel gelesen, vielleicht noch den aus der FAZ dazu, der besagt, dass durch die Transgender-Bewegung
nun alle Frauen tot sind, alle Frauen tot sind, dann geht das halt so weiter, die nennen die Transperson bei dem alten Namen und die reagiert darauf empfindlich, überempfindlich, aus der Sicht der KollegInnen wird dann auf Grundlage dessen weiter gemobbt, stärker gemobbt, denn jetzt sieht man sich noch mehr gerechtfertigt darin. Und ja, das kann natürlich dazu führen, dass diese Person es nicht mehr aushält an diesem Arbeitsplatz, kündigt und in die Erwerbslosigkeit gerät. Generell alle Transmenschen, die sich öffentlich gegen sowas stellen, werden TransaktivistInnen genannt. Alle Transpersonen, die irgendwie die geltenden Normen und Standards kritisieren. Wozu zum Beispiel gehört, dass Misgendern und Deadname doch normal und auszuhalten sei. Und wir haben ja gesehen, was basiert auf diesen Normen wiederum, so als normal gilt bei bürgerlichen Zeitungen. Was bildlich vielleicht ganz gut zusammengefasst wird mit JournalistIn platzt Kopf, weil Transperson nicht misgendert wird. JournalistIn leckt eigenen Hirnsaft auf und pisst mit der so gewonnenen Flüssigkeit einen Artikel in die Welt, in dem verkündet wird, die Transgenders würden nun die Gedanken der Mehrheit von einem Supercomputer auf dem Jupiter aussteuern. Also ja, absolut notwendig, dieser Trash-Fiction verkauft als Journalismus entgegenzutreten. Zumal ja Journalismus oder was als solcher gilt, zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt und damit zum Beispiel beeinflussen kann, wie Leute auf der Arbeit mit einer Transperson umgehen, was wiederum, wie wir gesehen haben, unter anderem die ökonomische Situation von Transmenschen beeinflusst. Es gibt da also natürlich einen durchaus engen Zusammenhang zwischen der Arbeit derer, die eben solchen Demütigungen entgegentreten und der direkten Lebensrealität, auch der materiellen Lebensrealität von Transmenschen. So, jetzt aber erstmal genug mit dem Eingehen auf die Träumereien unserer lieben Konservativen auf dem Boden gebliebenen. Denn es gilt noch eine reale historische Entwicklung zu berücksichtigen. Rufe dein Zeug mit der Stimme. Echt nicht leicht, seitdem alle Frauen tot sind. Wenn wir doch wenigstens in Frieden ruhen könnten, wie die FAZ es uns wünschte. Schon besser. Wo war ich? Ach ja, Realität, Geschichte, 68er. Hanna Engelmann schreibt dazu in ihrem Buch Anti-Queere Ideologie, das ich literally so stark empfehle, wie ein Mensch ein Buch empfehlen kann, Folgendes. Nach 1945 wurden Sozialstaat und Sozialpartnerschaft zu Garanten des Konsenses, nahmen aber die Form bürokratischer Riesenapparate und Massenorganisationen an. Die Jahre des Aufschwungs in der sozialen Moderne brachten wirtschaftliche Teilhabe, aber nur eingeschränkte individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Die Revolten der 1960er Jahre führten daher zwei Stränge der Kritik in die Debatte ein. Einerseits die Sozialkritik, die sich der kapitalistischen Durchdringung der Gesellschaft entgegenstellte. Andererseits die Künstlerkritik, die auf ein Ausbrechen aus Konventionen und Normen abzielte. Zum Zweck des Hegemonieerhalts lag es nahe, die individualistischen Impulse aufzunehmen. Die sozialistischen Impulse aber konnten, legitimiert durch die Individualisierung der Arbeitsverhältnisse, abgespalten und spätestens 1990 endgültig ad acta gelegt werden. Diese Entwicklung nenne Oliver Nachtwey regressive Modernisierung, in der einerseits sicher geglaubte Standards des Sozialstaats und der ArbeitnehmerInnenrechte abgebaut werden, gleichzeitig aber eine Abnahme der rechtlichen und wirtschaftlichen Diskriminierung bestimmter Gruppen zu verzeichnen ist. Eine Person, die es meisterhaft versteht, die Frustration in der Bevölkerung, die aus so einer Entwicklung natürlich hervorgeht, aufzunehmen und in eine Richtung zu lenken, die für Minderheiten sehr gefährlich ist, ist Sarah Wagenknecht. Der Fokus hat zwei Ausschnitte aus ihrem Buch Die Selbstgerechten publiziert. In einem davon, betitelt mit Gender Queer Flüchtlinge, mit billigem Trick macht Lifestyle-Linke die Mehrheit zu Rechten, weiß sie zu berichten, dass immer nur die Lebensentwürfe von Minderheiten, teils sehr kleinen Minderheiten, im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stünden. Wie kommt man darauf, dass das immer und nur der Fall sei? Ziemlich starke Worte,
Also es wird quasi über nichts anderes gesprochen. Und eine, in Anführungsstrichen, traditionelle Familie gründen, steht sozusagen im Verruf. Alte weiße Männer haben das niedrigste öffentliche Ansehen. Okay, was ist das Fundament der sogenannten traditionellen Familie? Ehe. Was ist linksliberal? Die Süddeutsche Zeitung. Suchen wir doch mal das Stichwort Ehe in der Süddeutschen Zeitung. Geht doch garantiert, falls es dazu überhaupt was geben sollte, nach 1995 nur um Homo-Ehen, Ehen von Transpersonen oder das Aufbrechen der traditionellen Geschlechterrollen in Cis-Hetero-Ehen. Interessant. Größtenteils weiße Cis-Hetero-Paare, viele alte weiße Cis-Männer dabei. Kann mal jemand das Ministerium für Kanzellierung und Kultur verständigen? Das ist doch kein haltbarer Zustand. Ein Artikel, in dem geschlechtsstereotypische Annahmen über PartnerInnensuche bestätigt werden, ist auch dabei. Wie für diese Art Artikel üblich, ohne die geringste Erwähnung von LGBTQ+-Menschen. Okay. Lassen wir das. Wir wissen alle, dass diese Immer-Nur-Behauptung an sich unfassbarer Unsinn ist. Interessanter ist, warum stellt Wagenknecht das so dar? Weil der Eindruck von Konkurrenz und Wettbewerb vermittelt werden muss. Es wird auch über Minderheiten gesprochen, reicht da nicht. Sie müssen deiner Gruppe etwas von ihrem Status nehmen. Machen wir es drastisch. Sie wollen euch alles davon nehmen, euer ganzes Ansehen, die gesamte Aufmerksamkeit, die ihr bekommt. Was man dabei in Wirklichkeit anspricht, ist der Ärger darüber, dass manchmal auch über die Lebensrealität von Minderheiten berichtet wird und das nicht immer verächtlich. Zur sogenannten traditionellen Familie. Dadurch, dass dieses Konstrukt, das als Anpassung an kapitalistische, industrialisierte Produktionsverhältnisse erst entstand, über lange Zeit für die einzige legitime Art zu leben erklärt wurde, wurden alle, die davon in irgendeiner Weise abweichen, die daraus ausgestoßen werden, über Jahrhunderte abgewertet. Dass die Normen, anhand derer Menschen abgewertet wurden und werden, von den Abgewerteten auch kritisiert werden, ist selbstverständlich. Das bedeutet nicht, dass man Cis-Het-Menschen, die gern in einer nuklearen Familie leben wollen, ihre Art zu leben nimmt, mit ihnen in ein Wettbewerbsverhältnis tritt, an dessen Ende nur noch Lebensrealitäten außerhalb der nuklearen Familie geduldet werden, sondern man nimmt diesen Normen die Macht, dich zu Abschaum zu erklären. Und dann haben wir noch immer wieder auftauchend in Wagenknechts Texten Wörter wie Lebensstile und Lebensentwürfe, sowohl bezogen auf Lifestyle-Linke als auch auf Minderheiten. Wie kommt man darauf, die Lebensrealitäten von Minderheiten als Lebensentwürfe zu beschreiben? Hier ist entscheidend der Konsumgedanke, die Selbstverständlichkeit, mit der alles kommodifiziert ist. Man ist nicht etwa, wer man ist, und die Gesellschaft behandelt einen unter anderem aufgrund von Zugehörigkeit zu demografischen Gruppen, aufgrund von kulturellen, materiellen, historischen Gründen, teils recht unterschiedlich. Nein, man stellt sich sein Leben zusammen aus unterschiedlichen Konsumoptionen. Modewörter wie Cis-Frauen sind wohl ein Teil dieser Konsumoptionen, die der Mehrheit scheinbar ganz schamlos aufgezwängt werden und die die Mehrheit so ziemlich zu verdrängen drohen. Hier muss natürlich, damit die Message funktioniert, eine ganze Menge weggelassen werden. Zum Beispiel, dass Cis eben ein völlig kontextspezifisches Wort ist, dass es eben dann angewendet wird, wenn eine Abgrenzung von Transpersonen notwendig ist, dass es auch nicht etwa ein Wort ist, das nur in Bezug auf Frauen angewendet wird, sondern genauso auch in Bezug auf Männer, was natürlich bei diesem Narrativ, wo halt suggeriert wird, dass es spezifisch ein Wort für Frauen sei, immer mit vermittelt werden soll, ist, dass das Wort Frauen als solches ausgelöscht werden soll, dadurch, dass eben Transfrauen auch berücksichtigt werden sollen. Somit Transfrauen im Wettbewerb wiederum auch Cis-Frauen verdrängen. Und am Ende des Absatzes dann der Verweis auf die viele freie Zeit, die die Leute hätten, die diesen Begriff kennen.
Die volkstümlichen Arbeiter haben die nicht, da sie ja ehrlich und hart arbeiten, im Gegensatz zu Lifestyle-Linken und Minderheiten. Um Letztere wird sich ja in irgendeiner nicht weiter spezifizierten Art vielleicht Fahnen gekümmert. Volkstümliche Arbeiter, TM, sind deshalb bedroht, werden verdrängt, müssen um ihre Existenz kämpfen, weil ja immer nur auf Minderheiten geachtet wird. Es gibt natürlich auch viele weiße, cis-hetero-Menschen, die hart arbeiten und hart ausgebeutet werden. Und ja, nach einer langen Schicht hat man meistens nicht die Energie, akademische Literatur zu lesen. Muss man ja aber auch nicht, um den Begriff cis zu verstehen. Er bezeichnet Leute, die nicht trans sind und ist nur dann vor Mann oder Frau zu stellen, wenn es in dem Kontext relevant ist, dass die betreffende Person nicht trans ist. Das habe ich schon vielen so erklärt, vielen hart arbeitenden Menschen, und sie haben es alle verstanden. Wagenknecht nährt hier stattdessen Unverständnis und Abneigung durch die Behauptung, solche Begriffe seien eigentlich nur implizite Vorwürfe gegen die, die sie nicht kennen, und Maßnahmen, um diese Leute zu verdrängen. Und im Gegensatz zu der, die arbeiten halt viel Aussage, steckt in dem, man kümmert sich immer nur um die anderen, halt nicht das geringste Fünkchen Wahrheit. Schauen wir uns doch zum Beispiel mal an, wie es um Menschen steht, die tatsächlich jeden Tag um ihre bloße Existenz an mehreren Fronten kämpfen müssen. Wohnungslose Transfrauen. Aktuelle Studien weisen auf ein sehr hohes Risiko von Transfrauen hin, insbesondere sexualisierte oder körperliche Gewalt zu erleben. Viele Transfrauen in der Obdachlosigkeit sind psychisch stark belastet oder traumatisiert und daher kaum in der Lage, ein Verfahren nach dem deutschen transsexuellen Gesetz zu bewältigen. Folglich haben nur wenige ihren Personenstand geändert, beziehungsweise würden Unterstützung und Begleitung benötigen, diesen Prozess zu bewältigen. Wenn eine Unterbringung auf Grundlage des Personenstandes erfolgt, kann es vorkommen, dass eine Transfrau in einem Männerwohnheim untergebracht wird. Das Risiko, dort sexuelle und/oder physische Gewalt und psychische Gewalt zu erleben, ist sehr hoch. Im Regelfall kann durch die Sozialarbeiterin kein umfassender Schutz hergestellt werden. Auch ist nicht auszuschließen, dass die Fachkräfte die Situation nicht angemessen wertschätzend einschätzen oder falsch bewerten. Beispielsweise als Performance im Rahmen von Prostitution. Manche sagen jetzt vielleicht, aber Wohnungslosigkeit ist doch eine absolute Ausnahmesituation und da gerät man doch nicht rein, einfach weil man trans ist. Nun, erstens geht es hier um statistische Wahrscheinlichkeiten, nicht um Gewissheiten oder Automatismen. Und zweitens, nein, ein paar Zwischenschritte gibt's schon. Zum Beispiel kann es folgendermaßen gehen. Während viele Lesben und Schwule Coming Out in der Pubertät haben, gibt es zahlreiche Transpersonen, die erst im fortgeschrittenen Alter ihr Coming Out haben. Transgeschlechtliche Menschen erleben diesen Lebensabschnitt oftmals als existenziell bedrohlich, denn sie sind zugleich einem hohen Risiko ausgesetzt, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Im Gegensatz zu jungen Erwachsenen sind die Spielräume, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu orientieren, begrenzter und auch wegen der Transidentität schwieriger. Da bedarf es schon ungeheurer Resilienzpotenziale, um derartige Lebenskrisen zu meistern. Auch wird das Coming-out im Erwachsenenalter durch heteronormative Beziehungsbezüge wesentlich erschwert, sodass die Resilienzpotenziale der Betroffenen zusätzlich stark belastet oder sogar ausgeschöpft sind, sodass eine Bewältigung des Alltags unmöglich erscheint und damit der Weg in die Wohnungslosigkeit geebnet ist. Wer zur Hölle würde sein Leben so entwerfen, Sarah? Und ja, wer hätte es gedacht? Ihr Gefasel vom fancy Lifestyle von marginalisierten Menschen, zum Beispiel Transmenschen, zerbröselt ganz, ganz schnell, wenn man es nur ganz kurz der Realität aussetzt. Genau wie die Annahme, die Gesellschaft werde in der Breite nur für diese optimiert und ihren Bedürfnissen perfekt angepasst. Allgemein ist das genaue Gegenteil der Fall. Hier drei Geschichten von drei Transfrauen, die das recht gut aufzeigen. Eine schreibt, vom Meister der Ausbildung bekam ich dann irgendwann zu hören, sei froh, dass wir dich eingestellt haben, denn sowas wie dich hätten wir nicht genommen, wenn du nicht die Tests mit so großem Abstand gegenüber den anderen gemeistert hättest. Die anderen beiden Berichte wurden mir persönlich berichtet von Bekannten. Eine in der Pflege arbeitende Transfrau kam auf eine neue Station, bekam dort sofort den Essenswagen hingestellt mit der Anweisung, mach deine Runde, hat ihre Runde gemacht, wurde ins Pflegerinnenzimmer gerufen
und dort direkt nach ihren Genitalien gefragt, ohne dass die Leute sich überhaupt vorgestellt hätten. Und dann wurde halt in den kommenden Wochen ihr Essenswagen, im Gegensatz zu dem von den anderen, wenn die eben dran waren damit, nie beladen. Sie musste das immer selber machen. Die Message war klar, dass damit, dass wir dich hier tolerieren, machen wir schon genug für dich. Eine weitere babysittete häufig das Kind ihrer Freundin und wenn sie mal nicht konnte, bekam sie dann Sachen zu hören wie: Das ist aber schon schwierig für uns, dass du jetzt so bist. Mit der klaren Implikation: Dafür musst du uns eine Gegenleistung bringen. Nicht nur nicht für Transmenschen optimiert also, sondern, wenn wir einmal kurz mit dem Eindimensionalisierungsprozess mitgehen, denkbar günstig für die Mehrheit optimiert. Sie müssen Transmenschen nur keinen blanken Hass entgegenschleudern, es bei Geringschätzung belassen und schon haben sie Ansprüche auf Gegenleistungen, auf niedrigere Ansprüche von Transpersonen an sie und gleichzeitig auf das Stellen höherer Ansprüche an Transpersonen. Daten, die das bestätigen, gibt's ebenfalls in der Autumn Office Studie. Auch verglichen mit homo- und bisexuellen Cis-Menschen gibt's für Transmenschen auf der Arbeit deutlich weniger Wertschätzung, mehr Leistungsdruck, Benachteiligung bei Beförderung, Gehalt, Urlaub. Ein Träumchen für die besitzende Klasse, solche sogenannten ArbeitnehmerInnen zur Verfügung zu haben. Optimal ausbeutbar, mit dem Damoklesschwert des doch nicht mehr Duldens ständig über dem Hals. Plus, oft ist kein Rückhalt von KollegInnen gewährleistet, die sich stattdessen an der Diskriminierung beteiligen. Da hat man diese eine Transkollegin im Büro oder in der Werkstatt, auf der Station, auf die man gern alles abwälzt, die als Gegenleistung vielleicht etwas widerwillige Akzeptanz von ihren KollegInnen erfährt, gegen die die Unzufriedenheit der KollegInnen mit ihrer eigenen Arbeitssituation sich gern mal richtet, die auch gleichzeitig von der Führungsetage benachteiligt wird. Heißt, Spaltung der ArbeiterInnen, Solidarisierung von ArbeiterInnen mit ihren AusbeuterInnen, übergeteilte, reaktionäre, kulturelle Einstellungen. Einstellungen, die durch Sätze wie den folgenden gefördert, bestätigt und vermeintlich gerechtfertigt werden. Es wird nur wertgeschätzt, was irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft abweicht. Der ganz normale Bürger, für den sich Politiker eigentlich einsetzen sollten, ist von vornherein verdächtig. Remember Günther? Günther stimmt dem zu, was Wagenknecht hier schreibt. Es stimmt ja schließlich mit seiner Intuition überein, nicht nur zu Trans-Anliegen, sondern zum Beispiel auch zu Migration und Geflüchteten, Rassismus und so weiter. Hannah Engelmann schreibt dazu nicht direkt über Günther, aber ich form's mal für ihn in den Singular um. Vielleicht ist er gar nicht mehr in der Lage, lebensfähige Abweichungen von der bekannten Norm zu sehen oder zu denken, die weder einen Wettbewerbsnachteil bedeuten, noch als Vorboten eines neuen Optimierungszwangs daherkommen. Das spricht zum Beispiel eine Wagenknecht an mit ihren vagen Appellen an Intuitionen, Gewohnheiten und darauf basierenden Affekten. Mit Eindimensionalität. Alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist Optimierung und Wettbewerb. Alles ist Wettbewerb. Die kümmern sich nur um die Minderheiten, statt um die ökonomische Deklassierung der Mehrheit. Nun, abgesehen davon, dass das mit dem Kümmern schon eine Lüge ist, Prozesse von Diskriminierung und Minderheitenfeindlichkeit sind auch Prozesse ökonomischer Deklassierung. Diese Lebensumstände, die ich in diesem Video beschrieben habe, treffen Menschen sowohl psychisch als auch ökonomisch. Menschen, die nicht einfach nicht sie selbst sein können. Viel mehr als Firmen, für die jede Arbeitskraft ersetzbar ist. Es gibt Prozesse, die die Lebensqualität dieser Menschen verbessern können, die sich gleichzeitig mit dem, was für KapitalistInnen nützlich sein kann, überschneiden. Das macht aber nicht diese Prozesse, das macht nicht den Kampf gegen Diskriminierung zu einem Prozess kapitalistischer Verwertungslogik. Und ja, Diversity-Programme großer Konzerne können auch zur Ablenkung dienen, von der ökonomischen Ausbeutung, die diese Konzerne betreiben. Aber nicht, weil Angehörige von Minderheiten davon ablenken wollen,
sondern weil eben diese Konzerne davon ablenken wollen. Also, ja, Teil der Spaltung derer, denen linke Politik zugutekommt, ist die Spaltung anhand von sogenannten Identitätskategorien. Die Spaltung anhand von sogenannter Identitätskategorien wird aber nicht dann gefördert, wenn man Minderheiten zuhört und ihre Unterdrückung verringert, sondern wenn man diese Unterdrückung und Diskriminierung beibehält. Einer dieser Spaltungsmechanismen heißt Transsexuellengesetz. Das Transsexuellengesetz hätte man im Mai durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen können. Wagenknecht hat dagegen gestimmt und damit Spaltung gefördert. Dieses menschenverachtende Gesetz beenden, damit die Spaltung der ArbeiterInnen verringern und dann gemeinsam mit der gewaltigen Kraft, die noch übrig bleibt, nach so einer kleinen Änderung, die nicht viel Aufwand braucht, gegen kapitalistische Ausbeutung? Nein, natürlich nicht. Denn was noch viel einfacher ist, ist Ressentiments gegen Minderheiten anzuheizen. Die Vorstandsetage sorgt sich nicht um diejenigen, die das angebliche in Verruf geraten der traditionellen Familie anprangern, von skurrilen Minderheiten und Zwang zum Cis-Frauen-Nennen faseln. Das hat mit Klassenkampf nichts zu tun. Die Ausbeutung der KnorrarbeiterInnen, für Wagenknecht rhetorisch interessant, um den Fokus von den Ausbeutenden wegzulenken. Denn wohin soll sich die Wut bitte richten, wenn die ganze Zeit davon geredet wird, dass nur auf Minderheiten geachtet werde, sich nur um Minderheiten gekümmert werde von den Mächtigen? Auf die hier? Macht euch nicht lächerlich. Größtenteils gegen andere ArbeiterInnen, gegen Erwerbslose, gegen Wohnungslose, gegen Leute, um die herum alles zusammenbricht, die aus sozialen Gefügen ausgestoßen werden. Kurz, gegen die, die man unter die Finger kriegt, aus diesen ach so verwöhnten Minderheiten. Gegen die Arbeiterin, der gesagt wird, sowas wie sie hätte man nicht ohne stark überdurchschnittliche Leistungen eingestellt. Gegen die Pflegerin, gegen die babysittende, erwerbslose Transfrau, von denen mehr abverlangt wird als von vielen anderen, rein als Gegenleistung für missbilligende Duldung. Vieles konnte ich jetzt zugunsten der Stringenz dieses Videos noch gar nicht ansprechen, wie zum Beispiel die Auswirkungen von Migrationspolitik auf Wohnungslosigkeit von Transmenschen, die Auswirkungen der ständigen Leistungsverweigerung der Krankenkassen, auf die ökonomische Situation von Transmenschen wie auch die Auswirkungen des transsexuellen Gesetzes durch direkte Kosten, durch Zeitaufwand, durch die Phase, in der man halt mit einem falschen Namen dasteht, falschem Geschlechtseintrag. Deshalb wird das hier eine Videoreihe, in deren Verlauf ich all diese Bereiche und die stetige Interaktion zwischen ihnen in Bezug auf die ökonomische Situation von Transmenschen ansprechen werde. Wenn euch dieser erste Teil gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schellt die Glocke. Ihr könnt auch eurer Wertschätzung materiellen Ausdruck verleihen durch eine Spende über PayPal oder Patreon. Die Links dazu bzw. die PayPal-E-Mail-Adresse sind in der Videobeschreibung. Für jetzt bleibt nur noch zu sagen, Gott sei Dank gibt es Leute, die sich diesen Unterdrückungsmechanismen entgegenstellen. Gott sei Dank gibt's TransaktivistInnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und besonderer Dank geht an meine Patrons, die jetzt hier durchs Bild laufen. Eine Anmerkung noch, diese Kritik an Wagenknecht hier ist keine Gegenempfehlung, die Linke zu wählen. Ich werde tatsächlich selber die Linke wählen. Kleiner Leak, jetzt wo ich schon geleakt habe, wie es kommt, dass immer noch so viele Frauen rumlaufen, obwohl sie ja laut der seriösen Quelle FAZ alle tot sind, kann ich ja auch das verraten. Bis bald.